Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marshmap. 3.1 ohne Gräben. Wir sind hier immer noch fleißig am irgendwas verkaufen. Ich sehe gar nicht, wo er die jetzt abbaut gerade. Ja, ja, doch, da vorne. Wollen wir die hier mal vorsichtshalber ein Stück reinschieben? Ganz vorsichtig. Dass er die auch wirklich verkauft. Nicht, dass er das irgendwie übersieht oder so. Das wäre ärgerlich. Ja, wie ihr seht, wir sind fleißig am Verkaufen, am Aufräumen. Wir haben noch ein paar Felder gesät. Also angesät, die sicherlich auch irgendwann jetzt am Wachsen sind, die wir in einer der nächsten Folgen abernten werden. Wir haben den Faden verloren. Nein, haben wir nicht. Wir sehen zu, dass wir vieles verkaufen, damit wir dann schön sauber und mit viel Geld auf die neue Karte ziehen können. Komm mal, ich habe jetzt schon mehr Geld, als ich je auf dieser Karte hatte. Wir werden noch viel, 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 viel mehr Geld verdienen. Das hier geht müßig und langsam vor sich, aber es geht. Ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Ich möchte das gern beobachten. Wir haben hier noch einen Trailer, den stellen wir hier gleich auch hin, wenn die paar Paletten verkauft sind. Ich möchte aber mal wissen, was ich denn für einen so einen Trailer Pellets bekomme. Wir haben noch mehr. Kann ich jetzt hier gar nicht alle so schnell hinbringen. Das sieht auch gut aus. Sack für Sack wird hier abgeholt. Heizkraftwerk gebracht. Jawohl. Weg. Hinten ist er am Gange, das heißt, Palette hat er auch. Das ist doch schön. Das läuft hier alles seinen sozialistischen Gang. Wird alles verkauft. Und bei uns fließt das Geld aufs Konto. Zwei Paletten noch. Dann kann ich ein Stück vorfahren, kann die andere Palette abladen. Und dann können wir mal gucken, wie viel Geld das denn gebracht hat. Ah ja, ja, das läuft, das. Zu, beeilt euch, macht hin, wir essen zeitig. Ah, die da hinten, na, macht er auch super. Steht nicht so weit hinten. Viel ist das echt nicht, dass man eine Palette kriegt. Ich habe noch zwei Trailer an Pellets. Locker. Und ich produziere immer noch weiter. So. Da soll es mal nicht dran hapern, würde ich sagen. Naja, eine halbe Million für einen Trailer. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist nicht schlechter als Wolle, als Stoffwolle. Also da muss ich ja schon sagen. Da bin ich ja dann doch einigermaßen. Quatsch. Bin ich doch einigermaßen zufrieden mit.
Wir fahren mal zur Brauerei und holen mal ein paar Bierkästen ab. Muss ja auch sein. Also jetzt haben wir gleich 8 Millionen, wenn die Paletten da verkauft sind. Und mit dem Bier kommen wir dann locker auf über 9 Millionen. Mal gucken, was wir noch verkaufen. Vielleicht kriegen wir in dieser Folge sogar noch die 10-Millionen-Grenze. Das wäre der Hammer. Das wäre echt der Hammer. Ich habe aber keinen ganzen Trailer voll jetzt hier in der Brauerei in dieser Folge. Aber ich kriege schon eine ganze Menge hin. Naja, also 10 Millionen werde ich dann vielleicht doch nicht ganz schaffen in dieser Folge. Aber das macht nichts. Was ich jetzt mache, ist, lass den Trailer hier erstmal stehen. Fahre hier weg. Ups, nicht schwindelig werden. Ich bringe jetzt mal ein bisschen Raps. Speiseölproduktion. Speiseöl. Kann ich das eigentlich auch verkaufen? Bestimmt, ne? Da viel für. Also. Obstler bei Edeka. Müssen wir noch Obstler haben. Jetzt erstmal hier Raps hin. Wir kriegen zwar auch noch jede Menge Raps von den anderen Feldern, aber die Produktion kann ja schon mal laufen. Kann nicht auf uns warten dann. Kartoffeln. Kartoffeln könnte ich hier auch noch hinbringen, dann verarbeiten wir doch tatsächlich noch mal ein paar Kartoffeln. Freuen uns des Lebens. Wie war das noch mit den Kartoffeln? Kann ich da nicht direkt reinkippen? Muss ich da irgendwie abladen und dann mit dem Radlader da rein oder so? Das ist ja. Kann man das automatisieren mit Cosplay? Macht das Sinn, das zu automatisieren? Weiß es nicht. Zieht gut. Ohne Anhänger, ohne Auflieger zieht der richtig. Ach, hier haben wir auch noch Gras. Gras brauche ich noch beim Mischfutter. Schon voll, oder? Das produziert ja so schnell. Ups. Wobei, ja doch. Ich meine, alles, was ich im Hofsilo habe, kann ich auch ohne Probleme übernehmen, ne? Also da brauche ich dann nicht irgendwie großartig viel rum zu editieren. Das geht, glaube ich, relativ einfach. Jo, meine Drescher. Euch brauche ich nachher noch. Ey, das ist bisschen Weizen.
Subs wollen wir haben und wir verkaufen immer noch. 7,9 Millionen auf dem Konto. Daher die 8 Millionen kriegen wir in dieser Folge auf jeden Fall voll. Wenn wir noch in den nächsten 5 Minuten den Trailer mit dem Bier voll kriegen und verkaufen, dann kriegen wir auch die 9 Millionen voll. Aber den verkaufen wir nicht. Den kriegen wir nämlich nicht voll. Und jetzt einen halbvollen Trailer habe ich auch keine Lust zu. Bierkasten ist auch gerade gar nicht so in Bierkasten. Bierfass. Bierkasten bei Edeka. 10.008. Wolle, Palettenverkauf 24.000. Das würde ich ja mal interessieren, ne? Die Stoffrollen kriege ich aus einer. Ja, kriege ich eh nicht voll, dafür ist das Hochsilo gleich leer. Wird aber auch noch wieder gefüllt, weil ich hier auch noch Rapsfelder am Hof habe, die ich nicht angesät habe. Produzieren wir etwas schneller. Zeit rennt etwas schneller. Geld rennt etwas schneller. Felder sind schneller, erntereif. Und so weiter und so fort. Oh. Milch ist auch am Produzieren, also Molkerei, da können wir auch noch jede Menge Milch hinbringen. Wir haben noch so viel Milch bei den Rindern, bei den Kühen, genauer gesagt. Bei den Rindern nicht. Da haben wir ja keine, geben ja keine Milch. Oh! Also wenn das denn richtig ist, dürfte ich natürlich auch gerne verbessern in den Kommentaren und sagen, doch, 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 Rinder geben wohl Milch. Erzähl nicht so einen Scheiß und so. Alles gut. Ich würde alles gerne machen. Es gibt hier Produktionsstätten und Verkaufsstellen. Die habe ich hier noch nie in meinem Leben betreten. Will ich jetzt, weiß ich nicht, wie viel 100 Stunden schon spiele. So, wovon produzieren wir denn jetzt am meisten? Machen wir erstmal Diesel wieder richtig voll, ne? Diesel können wir gut verkaufen. 60.000 Pass. Das kann man wohl noch machen. Frage, komme ich hier rum, wie ich fahre? Das ist Speiseöl. Ja gut, fahren wir erstmal hier auf Speiseöl und laden den hinteren hier ab. Wenn das auch nicht viel sein wird, die ganzen Paletten. Dann fahren wir noch einmal rum. Produzieren wir noch ein bisschen Diesel. Ja, das ist unser Feld. Da darf ich drauf fahren. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich... Ja, das ist das erste Mal, dass ich Speiseöl produziere, seit die Produktionszweige getrennt sind. War ja früher ein Produktionszweig. Ich habe nur einmal was angeliefert. Das dann... praktisch... wurde daraus dann Diesel und
Speiseöl produziert und jetzt ist das getrennt. Mal sagen, wo man seinen Schwerpunkt drauflegen möchte. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Könnt ihr mir das mal eben sagen, was ich jetzt vorhatte? Nö, ne? Weiß ich nämlich selber nicht. Wollte das hier wieder wegbringen? Zellstofffabrik. Kaufen da noch fleißig. Milch muss ich noch wegbringen. Alles noch. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Über ein Like, einen Kommentar oder ein Abo würde ich mich freuen. Noch viel mehr freuen würde ich mich, wenn ihr mich abonniert. Ach Quatsch, habe ich ja gerade schon gesagt. Wenn ihr morgen oder in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und in diesem Sinne sage ich dann mal Ciao!